Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 15 Ultimate Team. Die eigentliche Folge, die heute gekommen ist, habe ich gelöscht, weil sie mir mal wieder nicht gepasst hat, wie da alles gelaufen ist und sowas möchte ich nicht auf YouTube hochladen. Punkt aus, Basta. Weil die Mannschaft mal wieder gemeint hat, nein, verteidigen brauchen wir nicht. Ich habe mir mal wieder einen Leihspieler organisiert, der nicht spielt, weil ich erstmal das testen möchte. Das System Piszczek zum Beispiel hat sich aus der Mannschaft rotiert in der letzten Partie. Eigentlich hatten sich alle aus der Mannschaft rotiert, weil sie meinten, Zweikämpfe, was ist das? Und sowas lade ich nicht auf YouTube hoch, weil ich nur noch geflucht und alles Mögliche gesagt habe, was auf YouTube nichts zu suchen hat. Deswegen lösche ich dann lieber die Folge und nehme eine neue auf. Tut mir leid, aber dann lösche ich lieber die Folgen, ganz ehrlich. Es ist mir dann zu unangenehm. Und zwar, die letzte Folge war ja schon schlimm. Das ist schon wieder das Gleiche. Die letzte Folge war ja schon schlimm gewesen. Ach, Lloris ist auch im Tor. Nur die hat es dann noch mehr getoppt. Keine Reaktion beim Abwehrspieler. Die Verteidiger können einfach die Gegner kann einfach durchlaufen. Och, nee. Er hat keinen keinen Gast gehabt. Da achte ich immer sehr drauf. Vielleicht bekomme ich hier jetzt mal was Harmloses. Ja, harmlos. Der war gut. Okay, sehr viele schnelle Spieler. Das wird wieder eine Niederlage und ich könnte fluchen. Mein Mikrofon hatte ich runtergehauen in der Folge, also. Alles dabei gewesen. Ah, da kommt der Ton. Ich wollte schon sagen, kein Ton. Ich habe ja schon mal eine Folge nicht hochgeladen, weil es mir zu peinlich war. Diesmal war es mir nicht peinlich, sondern ich schone euch vor meinen Kraftausdrücken. Und wie gesagt, Rafinha spielt bei Piszczek. Letzte Folge meinte, über einen halben Platz nicht in den Zweikampf zu gehen, obwohl man Zweikampf drückt. Und Lloris ist drin, weil Baumann mal wieder bei einer Ecke meinte, auf der Linie stehen. Diesmal ist er auf der Linie stehen geblieben, nur er hat überhaupt keine Reaktion gezeigt, den Ball, den er halten muss. Deswegen, ja. Heute meint man wieder FIFA, ich ärgere den Steffen. Deswegen. Ne, da hat man habe ich keinen Bock drauf gehabt, das hochzuladen. Oder ja, ein Tor. Ihr wisst nicht, wie gut das der Seele tut. Ich habe in der letzten Partie auch ein Tor geschossen, aber das. Nee, habe ich nicht. Oder habe ich? Ich weiß es nicht. War das Alaba-Tor in der letzten Folge oder in der nicht veröffentlichten, die ich gerade gelöscht habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall keine Reaktion, nichts. Kein Spieler ist in den Zweikampf gegangen, überhaupt nicht. Das war katastrophal. Solche Zweikämpfe gab es in der Partie nicht. Die Spieler meinten, ne. Nein, das war Fail. Scheiße. Geht doch. Oh, die zwei Kämpfe konnte ich eben alle nicht gewinnen. Ich weiß nicht warum. Das war ganz absurd. Ich konnte keine Zweikämpfe, nichts gewinnen. Nein. Oh. Da ging die Fahne hoch. Und es sind dann heute gewesen, 4 Spiele habe ich aufgenommen. Da waren 3 Niederlagen dabei gewesen und 2 zu. Bei allen habe ich eigentlich geflucht. Weil alles ein bisschen merkwürdig war. Aber egal. FIFA ist halt das Rage Game Nummer 1, meiner Meinung nach.
Da gibt es ja genügend Videos wie Controller fliegen auf YouTube. Oder ganze Konsolen sogar. Habe ich auch schon gesehen auf Facebook. Hat einer ein Tor kassiert in der 90. Was hat er gemacht? Konsole abgestöpselt und hat es aus dem Fenster geworfen. Soweit würde ich nicht unbedingt gehen, aber... Ja. Zweikämpfe nicht vorhanden, wieder mal. Und wo ist Boateng? Frag ich mich gerade. Ich hätte nie gedacht, dass er den da hinten ins lange Eck kriegt, aber gut. Tor ist Tor. Okay, abseits deutlich. Da brauche ich keine Wiederholung für. Ah, Mann. Ich wollte eigentlich auf Aubameyang den Ball haben, aber... Ach, nee. Och, Boateng, warum mischst du dich nach vorne mit ein? Fehlt's doch jetzt hinten. Oder doch nicht. Zum Glück nicht tragischerweise fehlend. Ey! So. Nein! Nein! Menu. War anscheinend knapp. War anscheinend knapp. Nein! Mist! Das wäre die Chance aufs 3-1 gewesen. War die Chance sogar. Ein Elfmeter eigentlich. Nein! Das war kein Elfmeter! Bitte! Spiel! Der grätscht nur mich um! Egal. Macht der Hummels halt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war doch Elfmeter, oder täusche ich mich da? Loris, danke.
So. Nein, ich habe zu früh geschossen. Ich hätte noch laufen sollen. Ja. Also ja, weil er im Abseits ist. Halbzeit 3-1-Führung. So kann FIFA von mir aus sein. Egal, es hätte jetzt auch noch 0 stehen können. Zumindest, dass ich in Zweikämpfe komme. Und auch welche führen kann. Das war ja eben leider nicht mehr möglich. Ja, schade. Schade. Ich habe die Kurve nicht mehr gekriegt. Ah, Mist. Auch wieder kein Elfmeter. Interessant. Was hier kein Elfmeter und keine Fouls sind. Interessant. Zwei klare Elfmeter verweigert bekommen vom Spiel. Gut. Merke ich mir, Spiel. Merke ich mir. Dritter Elfmeter, den ich verweigert bekommen habe. Gut, FIFA. Machst du sehr gut. Muss ich ja schon mal feststellen. Sehr gut. Oh, De Bruyne. Wir drei Elfmeter in einem Spiel verweigern bekommen. Das ist eine Meisterleistung vom Spiel. Nein. Ah. Mist. Er kriegt jetzt den Freistoß. Ja, schön. Er kriegt einen Freistoß für sowas und ich krieg keinen Elfmeter für klares Abräumen. Set Logik. Mist. Ich hoffe immer auf die zweiten Bälle, also dass ich dann ins Kopfballduell manchmal gehen kann, dann zurücklegen kann. Und dass der Spieler, der dann den Ball gespielt hat, nach vorne dann in Position steht und. Mist, er ist nicht durchgestartet, wie ich ihm eigentlich gesagt habe. Okay. Oh! Mann. Alter! Die Pässe sind ja ganz katastrophal in die Mitte. So. Und schon wieder ein Fehlpass. Alter, warum ist denn auf einmal so viel Platz? Nicht Platz. So viel Scheiße los da in der Mitte. Mhm.
Och, warum dahin? Sehr schön. Mist, oh Mist, oh Mist. Alter, warum so kurz? Er braucht den Ball nur lang in den Fuß spielen, dann kann er durchlaufen. Aber nein, das Spiel sagt nö. Das ist, warum? Sind die Kräfte weg? Oder ist es einfach der Untergrund, der hier so beschissen ist? Gehen wir mal auf defensiv. Ecke. Oh. Oh. Ein De Bruyne knallt das Ding in der Situation an die Latte. Per Kopf. Nein. Alter, dass die Bälle nicht durchkommen, ist ärgerlich. Jedes Mal aufs Neue ist das extremst ärgerlich, dass der Ball nicht durchkommt. Mist! Mist! Satz mit X war wohl nichts. Kann man wohl sagen, bei dem Schuss. Ich glaube, es war abseits. Ja. Oh, ich habe meinen Finger aufgeschreckt beim Wutausbruch. Schön, merke ich jetzt erst. Schön. Aber immerhin gewonnen, ich bin happy. Aufstieg, Ligatitel. Ja, Geld, Geld. Tada. Das, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich die letzte Folge gelöscht habe, aber das wollte ich euch nicht zumuten, weil sonst, das macht einen schlechten Eindruck, noch schlechteren Eindruck von mir, wie er bisher bei FIFA macht. Dann hoffe ich, euch hat die Partie gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.